Hallo, wie man so ein Einkaufsnetz häkelt, zeige ich euch heute. Man benötigt dafür genau 100 Gramm, also ein Knäuel von meiner Wooly Hugs Bendy. Sie besteht zu 100% aus Baumwolle und hat eine Lauflänge von 210 Meter auf 100 Gramm. Im Video nehme ich eine andere Farbe, weil ich mir diese Tasche noch in einer zweiten Farbe arbeiten möchte zum Verschenken. Ich nehme dazu eine Häkelnadel Nummer 5. Normalerweise verarbeitet man die Bendy mit 6 oder 6,5. Da ich aber möchte, dass sie einen etwas festeren Boden hat, als wie bei einem Kleidungsstück, verwende ich eben Nadelstärke Nummer 5. Man beginnt mit einem Fadenring. Legt einen Fadenring in die Luft, in diese Schlinge einstechen, den Faden durchholen und das Ganze mit einer Luftmasche befestigen. In diesen Ring häkle ich nun 8 feste Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann ziehe ich den Faden etwas an, um den Fadenring zu schließen. Und häkle nun in die erste Masche, also ich schließe die Runde nicht, sondern häkle gleich in die erste Masche 2 feste Maschen. Und in die restlichen 7 auch. Stets 2 feste Maschen einhäkeln. So dass ich dann am Ende der Reihe 16 Maschen in Arbeit habe. Man arbeitet also in Spiralrunden, man schließt die Runde nicht. Und nun habe ich 16 Maschen und damit ich den Rundenbeginn erkenne, markiere ich mir hin nun die erste Masche mit einem Maschenmarkierer. In der dritten Spirale häkle ich stets eine einzelne feste Masche und in die folgende Masche 2. Also in jede zweite Masche häkle ich 2 feste Maschen. Dann wieder eine und dann wieder 2. Dann wieder eine und dann wieder 2. Dann wieder eine und dann wieder 2. Und auch das rundum, bis ich wieder den Beginn der Spiralrunde erreicht habe. So habe ich dann am Ende dieser Runde 24 Maschen in Arbeit. Dann versetze ich wieder meine Markierung. In die erste Masche. Und arbeite nun ab. Abwechselnd einmal 2 einzelne feste Maschen und einmal 2. Also in jede dritte Masche 2 feste Maschen häkeln. 1, 2 und in die dritte 2-mal einstechen. Dann wieder 1, 2
und in die dritte zweimal einstechen. Dann wieder 1, 2 und in die dritte zweimal einstechen. 1, 2 und in die dritte zweimal einstechen. 1, 2 und das Ganze eben 8-mal, sodass ich am Ende dieser Runde, also dieser vierten Runde, 32 Maschen in Arbeit habe. In der fünften Runde arbeite ich dann 8-mal in jede vierte Masche 2 feste Maschen, in der sechsten Runde 8-mal in jede fünfte Masche und so nehme ich chronologisch zu, bis ich 13 Runden erreicht habe. So, ich habe nun insgesamt 13 Runden ab Anschlag gearbeitet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. In 12 Runden habe ich jeweils eine Masche zugenommen und die 13. Runde habe ich ohne Zunahmen gearbeitet. Ich habe also pro Abschnitt 12 Maschen und eben insgesamt 8 mal 12 Maschen sind 96 Maschen. Nun beginnt das Gitter. Ich häkle 3 Luftmaschen, übergehe hier 2 Maschen und häkle in die dritte eine feste Masche. Dann wieder 3 Luftmaschen häkeln und in die dritte Masche eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen, 2 Maschen übergehen und eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen, 2 Maschen übergehen, 3 Luftmaschen, 2 Maschen übergehen und eben jeweils eine feste Masche häkeln. Das Ganze so rundum arbeiten. So, ich habe nun die erste Runde des Musters beendet. Die letzte feste Masche kommt auch auf die letzte feste Masche der Vorrunde. Nun häkle ich mit 2 Kettmaschen bis zur Mitte des ersten Bogens vor. Also in die erste und in die zweite Luftmasche eine Kettmasche arbeiten, dann eine Luftmasche für die Höhe häkeln und auch um diesen Bogen die erste feste Masche häkeln. Dann wieder 3 Luftmaschen und eine feste Masche um den folgenden Bogen. 3 Luftmaschen und eine feste Masche um den folgenden Bogen. So häkelt man nun rundum, schließt die Runde wieder mit einer Kettmasche in die erste feste Masche, häkelt dann wieder wie eben 2 Kettmaschen bis zur Mitte des ersten Boges und dann wieder mit einer Festmasche und 3 Luftmaschen beginnen und in jeden Luftmaschenbogen wie auch hier eine feste Masche häkeln und 3 Luftmaschen arbeiten. Jetzt bin ich in der zweiten Runde. Insgesamt häkelt man für das untere filigrane Gitter 7 Runden auf diese Weise. 2 habe ich schon oder in der zweiten bin ich. Insgesamt 7 Runden arbeiten. So, ich habe nun 7 Runden mit diesem kleineren Gitter gemacht, also mit diesem engmaschigeren Gitter, bin vor dem Rundenschluss der 7. Runde wieder mit einer Kettmasche schließen und auch nun wieder mit 2 Kettmaschen bis zur Mitte des ersten Luftmaschenbogens vorgehen,
eine Luftmasche häkeln, gleich um den ersten Bogen eine feste Masche häkeln und nun für das grobmaschige Netz 9 Luftmaschen arbeiten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und um den folgenden Bogen eine feste Masche. Wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und eine feste Masche um den folgenden Bogen. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und wieder eine feste Masche. Und so häkle ich rundum, bis ich ans Ende oder bis ich wieder zum runden Anfang gelange. So, nun bin ich am Ende der ersten Runde mit dem großen Gitter angelangt. Ihr seht, der Rundenbeginn verschiebt sich nach links, weil ich ja stets mit Kettmaschen bis zur Mitte des folgenden Bogens vorgehe. Das ist aber bei dieser Häkeltasche nicht von Bedeutung. Also ich häkle die letzten 9 Luftmaschen, schließe die Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche und nun häkle ich auf die folgenden 5 Luftmaschen je eine Kettmasche. 1, 2, 3, 4, 5. Nun wieder eine Luftmasche häkeln, um den ersten Bogen eine feste Masche und dann wieder 9 Luftmaschen. Und so häkle ich nun Runde für Runde das grobe Gitternetz. Ich habe nun 7 Reihen mit je 9 Luftmaschen, also für das grobe Gitter gehäkelt. Bin nun beim letzten Häkelbogen, schließe die Runde wie stets mit einer Kettmasche und nun folgt wieder eine Runde mit kleinen Gittern. Ich häkle zunächst die ersten 5 Luftmaschen mit jeweils einer Kettmasche, wie die letzten 7 Runden auch. Dann arbeite ich eine zusätzliche Luftmasche für die Höhe und eine feste Masche um den gleichen Luftmaschenbogen. Jetzt aber wieder nur 3 Luftmaschen häkeln und eine feste Masche um den folgenden Luftmaschenbogen. Dann wieder nur 3 Luftmaschen häkeln und eine feste Masche um den nächsten Luftmaschenbogen. So rundum häkeln. So, ich habe nun noch eine zweite Reihe mit kleinem Gitter aufgehäkelt. Also hier ist die erste. Die sorgt dafür, dass das große Gitter nach oben gezogen wird und dann eben noch eine zweite Runde mit dem kleinen Gitter. Ich ende mit 3 Luftmaschen und einer Kettmasche in die erste feste Masche. Dann gehe ich mit 2 Kettmaschen zur Mitte des ersten Häkelbogens vor, also alles wie gewohnt. Ich arbeite wieder eine Luftmasche und eine feste Masche um den ersten Luftmaschenbogen. Und nun arbeite ich insgesamt 12 Bogen. Also 12 mal 3 Luftmaschen und eine feste Masche. Einmal, zweimal, dreimal, vier, fünf, sechs, 7,
8, 9, 10, 11 und 12. Dann wende ich die Arbeit. Ich arbeite nämlich nun den Träger auf beiden Seiten. Behäkle den ersten Bogen wieder mit 2 Kittmaschen. Häkle dann eine Luftmasche und eine feste Masche um den ersten Bogen. Und nun habe ich einen Bogen weniger bis zum Ende der Reihe. 3, 4, 5, 6. Sieben, 8, 9, 10, 11. Dann wieder wenden und die ersten 2 Luftmaschen mit Kettmaschen behäkeln. Eine zusätzliche Luftmasche arbeiten, eine feste Masche um den ersten Bogen und nun 10 Luftmaschenbögen häkeln, also wieder einer weniger. Dann wieder wenden, mit zwei Kettmaschen zur Mitte des ersten Bogens vorgehen, eine Luftmasche und eine feste Masche. Und so häkle ich weiter, Reihe für Reihe, jeweils eine Masche weniger, bis nur noch 3 Bögen gearbeitet werden. Nun folgen noch 4 Reihen ohne Abnahmen. Dafür wende ich die Arbeit und häkle 3 Luftmaschen für das erste Stäbchen, dann eine weitere Luftmasche und eine feste Masche um den ersten Bogen. Dann 3 Luftmaschen, eine feste Masche um den zweiten Bogen. 3 Luftmaschen, eine feste Masche um den dritten Bogen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Dann mit einer zusätzlichen Luftmasche wenden, eine feste Masche auf das Stäbchen, dann 3 Luftmaschen, eine feste Masche um den folgenden Bogen, 3 Luftmaschen, eine feste Masche um den folgenden Bogen, 3 Luftmaschen und eine feste Masche auf die dritte Ersatzluftmasche für das Stäbchen. Dann wieder 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen häkeln und die Arbeit wenden. Eine Luftmasche. Eine feste Masche um den ersten Bogen. Es wiederholt sich also jetzt noch einmal. Wieder 3 Luftmaschen. Eine feste Masche um den zweiten Bogen.
3 Luftmasche, eine feste Masche um den dritten Bogen, eine Luftmasche und ein Stäbchen auf die feste Masche. Wieder mit einer Luftmasche wenden, jetzt kommt die letzte Reihe. Eine feste Masche, 3 Luftmaschen, eine feste Masche um den ersten Bogen, 3 Luftmaschen, eine feste Masche um den zweiten Bogen, 3 Luftmasche und mit einer festen Masche in die dritte Luftmasche der Ersatzluftmaschen für die Stäbchen enden. Dann den Faden abschneiden und durchziehen und dann folgt der zweite Träger. Für den zweiten Henkel oder Träger lasse ich hier 3 Bögen unbehäkelt, schlinge am vierten Bogen neu an mit einer Kettmasche. Arbeite eine zusätzliche Luftmasche für die Höhe und eine feste Masche. Und nun, wie beim anderen Träger auch, 12-mal 3 Luftmaschen und eine feste Masche behäkeln, um jeden folgenden Bogen, sodass dann auf der anderen Seite auch 3 unbehäkelte Bögen liegen bleiben für die obere Taschenkante. Wir haben ja insgesamt jeweils 32 Bögen und wenn wir hier für jeden Henkel 13 Bögen behäkeln, wir behäkeln ja 13 Bögen, wir haben zwar nur 12 Luftmaschenbögen, aber dadurch, dass wir mit einer festen Masche beginnen und enden, behäkeln wir 13 und auf der anderen Seite 13 sind 26 und 32 Bögen haben wir, bleiben 6 übrig, also rechts und links bleiben 3 Bögen unbehäkelt. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 12. Und ihr seht, hier bleiben 1, 2, 3 unbehäkelt und hier beginnt der erste Henkel. Und nun arbeiten wir diesen Henkel wie den ersten auch. Ich drehe nun die Tasche auf links, weil ich sie auf der linken Seite zusammenhäkeln möchte, damit die Naht dann innen liegt. Nun lege ich die Träger gegeneinander, häkle 1, 2 Luftmaschen, steche dann hier in die feste Masche ein und arbeite eine Kettmasche. Dann häkle ich eine Luftmasche und steche für die feste Maschen durch beide erste Bögen ein. Wieder 3 Luftmaschen, für die feste Masche durch beide zweite Bögen einstechen, 3 Luftmaschen, durch die dritte, durch beide Bögen einstechen, eine Luftmasche, und für das Stäbchen durch beide feste Maschen einstechen. Dann den Faden abschneiden und durchziehen. Dann die Tasche wenden. Dann liegt die Naht vom Träger innen. Und fertig ist eure Einkaufstasche oder Einkaufsnetz. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.